wirklich spannender Vortrag zum Thema politische Frames. Wie bewusst werden diese von den Parteien eingesetzt und wie unbewusst nehmen wir sie als Mitbürger wahr? Also bewusst eingesetzt werden sie von einigen Gruppen, ganz gezielt mit Teams im Hintergrund, die sich mit Framing auskennen, die die neurokognitiven Grundlagen politischen Denkens und Sprechens und eben auch Handelns kennen. Und da gibt es natürlich viel richtig gezielte Kampagnen und Strategien. Das gilt für Amerika und das gilt zunehmend auch für Europa. Auf der anderen Seite gibt es viele politische Gruppen nach wie vor, ob das jetzt Parteien sind, ob das NGOs sind, ob das Aktivisten sind, die sich die Bedeutung der Sprache und der neurokognitiven Grundlagen politischer Entscheidung noch nicht zureichend bewusst machen und dann natürlich so ein bisschen nach dem alten Modus fahren, so, ja, Sprache kommt am Ende. So, ich mache meine Politik, ich schaue mal was so und Sprache ist eigentlich nicht so wichtig. Und dieses, ich sag mal, dieses Abwinken, wo man sagt, Sprache ist eigentlich keine Politik, das herrscht tatsächlich noch bei vielen Gruppen vor. Also sie finden da eine totale Mischung, ne? Sowohl als auch. Hat auch immer ein bisschen was mit finanziellen Möglichkeiten zu tun und so. Das ist das eine. Das andere, wie bewusst ist es uns, dass wir durch solche Framings, also durch solche über Sprache aufgerufenen Deutungsrahmen dann beeinflusst werden? In der Regel ist es uns nicht bewusst. Also wenn ich Ihnen jetzt ein Framing anbiete von der Flüchtlingswelle und dann abfrage, was Sie zur Flüchtlingskrise eigentlich denken, welche politischen Maßnahmen Sie für sinnvoll halten würden und solche ganzen Geschichten, dann würden Sie zwar in Ihrem Entscheiden durch die Flüchtlingswelle, also das metaphorische Begreifbarmachen von Flüchtlingen als eine Wassermasse, sprich keine Menschlichkeit, keine Empathie, Gefahr für die eigene Nation, Schotten dicht machen, Sandsäcke aufbauen, also alles andere als Inklusion und Integration. Sie überlegen nicht, wie viel Wasser stelle ich in welches Zimmer im Haus. All diese unbewussten Assoziationen würden tatsächlich Ihren Blick auf das Thema erheblich, signifikant beeinflussen und Sie würden es nicht benennen können. Gibt es einen Unterschied, ob das jetzt Erwachsene betrifft oder Jugendliche? Also ist ein Lehrer sich dessen mehr bewusst, dass er da eventuell manipuliert wird, als wie ein Schüler? Und kann der Lehrer irgendwas dafür tun, dass er den Schüler irgendwie die Augen öffnet, ihm vielleicht sogar das erklärt? Tatsächlich ist es so, dass je gebildeter sie sind und je mehr sie über politische und soziale Gegebenheiten in ihrem Alltag nachdenken, desto anfälliger sind sie für Framings. Weil Übung macht den Meister. Und wenn sie es gewohnt sind, unterschiedliche politische Fakten zu verarbeiten gedanklich, Sichtweisen einzunehmen, Argumente durchzulesen, ne, von links, von rechts, von der Mitte, dann, je mehr sie das machen, je mehr trainieren sie sich darauf, auf Framings anzuspringen. Und da gibt es spannende Forschung dazu, dass genau diejenigen, die politisch gebildet sind, am anfälligsten sind für Framings und je mehr Ignoranz, sage ich jetzt mal politisch, desto eher kommen sie nochmal damit weg, dass so ein Framing sie nicht so ganz antickert. Ne? Ja. Was sind denn so politische Framings, wo Sie sagen, okay, das muss doch jedem bewusst sein, dass die wirklich nur manipulieren sollen? Haben Sie da ein paar Beispiele, dass man vielleicht dessen bewusst wird, so, ah, okay, ab jetzt achte ich da besser drauf? Ja, es gibt natürlich so klassische Fälle. Also ein klassischer Fall ist die Steuerdebatte, in der so Frames wie Steuerlast und Steuerbürde natürlich relativ schnell durchschaubar sind, dahingehend, dass sie ein negatives Verständnis von Steuern mitliefern. Ne? Steuern sind etwas ganz Schlimmes, das belastet mich, das macht mir Sorge, das so und davon kann ich befreit werden. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich in der Flüchtlingsdebatte eine ganze Reihe von Framings. Also die Flüchtlingswelle habe ich schon genannt. Es gibt den Flüchtlingsstrom, Flüchtlingstsunami. Flüchtlinge sickern durch die Grenzen. Ne? Also wir haben diese Wassermetapher und das ist ja, ich sag mal, das Fatale, ist ja, dass sie diese Sprachbilder von links nach rechts finden. Das heißt, auch jemand, der für eine menschliche Flüchtlingspolitik ist und sagt, wir müssen die Menschen bei uns aufnehmen und systemisch dieses Problem angehen und so weiter, benutzt diese Framings, die der ganzen Sache nicht zuträglich sind. Und das ist schon fatal. Und dann gibt es ganz andere Beispiele wie die Umweltdebatte. Die Umweltdebatte ist so ein ganz skurriles Ding eigentlich, wo keinerlei moralische Dringlichkeit kommuniziert wird in den Framings. Zum Beispiel Klimawandel. Wandeln kann sich etwas zum Guten und zum Schlechten, es ist keine Dringlichkeit impliziert. Also auch solche Debatten gibt es, wo man einfach sagt, so, ja, wo ist denn die Moral der Geschichte? Ne? Wenn die Moral der Geschichte fehlt, dann nehmen Sie die Menschen natürlich nicht mit. Sie forschen schon lange daran, haben Sie uns erzählt, 10 Jahre. Was ist Ihnen vielleicht in den 10 Jahren bewusster geworden oder was hat sich Ihrer Meinung nach geändert? Wird mehr damit gespielt, mit der Sprache inzwischen? Nee, es wird nicht mehr damit gespielt. Also in der Politik ist es tatsächlich so, dass die Framing-Ansätze
schon seit den, ich sag mal, 80ern, 90ern zunehmend in die politische Arbeit hineingeflossen sind, insbesondere bei Republikanern in den USA. Das sind sozusagen so ein bisschen die ersten Pioniere des Framings, die haben das so richtig umgesetzt. So. Und dann natürlich, es wird zunehmend, zum Beispiel hat Obama in seinen Kampagnen das Framing zunehmend genutzt, auch Bernie Sanders in der diesjährigen Kampagne auch. Also es sickert schon, es nimmt schon zu, das Bewusstsein dafür, doch, das nimmt schon zu. Aber alles in allem ist es nicht so, dass wir schon eine absolute Trendwende durchlaufen hätten, wo jetzt auf einmal, wenn ich mit einer Gruppe von Politikern zusammensitze und sage, ne, Framing, alle sagen, ja genau, mein Framing zum Thema ist so. Also so weit sind wir noch nicht. Und das ist eben diese sogenannte neurokognitive Aufklärung, die wir versuchen voranzutreiben, wo man einfach Abschied nimmt von der ursprünglichen klassischen Aufklärungsidee, dass die Menschen rational und faktenbezogen immer denken und einfach zunehmend diese Aufklärung über das eigene Gehirn, über die Denkmechanismen, die man nicht durchschaut im Alltag, einfach vorantreibt. Ja. Jetzt ist es ja so, dass wahrscheinlich auch ich unbewusst diese Wörter dann wiedergebe, weil ich sie höre und auch in den Medien lese. Wie kann man denn das jetzt durchbrechen? Wie kann jetzt ich für mich sagen, ich benutze dieses Wort nicht mehr oder das irgendwie trainieren? Und wie gesagt, was kann man da machen, dass die Jugend vielleicht ein bisschen sensibler drauf wird? Also bei der Jugend kann man aufklären. Also zum Beispiel gehört aus unserer Sicht Kognitionswissenschaft in die Bildung hinein. Also es ist fast schon skurril, wenn Sie ein Bildungssystem haben, in dem die Schüler oder auch die Studenten nicht darüber aufgeklärt werden, wie das eigene Gehirn, das eigene Denken, das eigene Entscheiden funktioniert. Das heißt, wir lernen wahnsinnig viele abstrakte Inhalte, die Geschichte, die Politik, demokratische Beteiligung, Mathematik, Biologie, natürlich alles toll, aber irgendwie muss man doch sagen, ist da ein klaffendes Loch, wenn es darum geht, auch den jungen Menschen beizubringen, so funktioniert dein Gehirn, so entscheidest du dich, so verarbeitest du Sprache, also das, was eigentlich Kern des Ganzen ist, dass man das nicht unterrichtet, ist schon eine große Wachstumschance. Das heißt, Ihr Wunsch für die Zukunft, was wünschen Sie sich, wenn Sie jetzt weitere 10 Jahre daran geforscht haben und daran gearbeitet haben? Dass es mehr zum Mainstream-Wissen wird. Also dass es mehr in die Bildung hineinfließt, dass es vor allem auch in die politische Bildung hineinfließt, dass politische Akteure, aber auch Medienschaffende sich diese Dinge zunehmend bewusst machen, sodass wir einen transparenteren, offeneren und ehrlicheren demokratischen Diskurs langfristig haben, in dem jeder wirklich das sagt, was er denkt und sich über die ganzen kleinen Ecken und Kanten dieser Framings wirklich so bewusst ist, dass man sagen kann, okay, verlässlich, Beispiel Steuerdebatte, wir haben jetzt verlässlich in unserer Steuerdebatte eine progressiv fürsorgliche und eine konservativ strenge Sicht auf Steuern geframed. Und der Mitbürger darf sich wirklich freier und ehrlicher dafür entscheiden, was entspricht meinem moralischen Bauchgefühl. Anstatt dass wir alle hineinpressen in diese eindimensionale ideologische Interpretation der Steuern als etwas per se Negativen.